Guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Ich begrüße hier auf dem Podium beide Cheftrainer und darf zunächst unseren Gast Christian Eichner um seine Einschätzung bitten. Ja, vielen Dank. Entschuldigung. Vielen Dank. Schwitzen tue ich jetzt nicht mehr in dem Kühlschrank hier, aber das ist schon mal besser als in der Kabine. Kautsche, herzlichen Glückwunsch zunächst mal an deine Mannschaft und an dich zum Heimsieg gegen uns. Ich glaube, ich tue mich schwer, meiner Mannschaft heute viel vorzuwerfen. Das Ganze endet allerdings mit einem Kompliment 16 Meter vorm Tor. Ich glaube, wir haben von Anfang an versucht, aufs 1-0 zu spielen, haben zwei Torchancen. Musst du einfach machen auswärts, egal wo du spielst, um den Gegner rauszuziehen, um ihn dann ein bisschen aus seiner Ordnung zu hebeln. Das ist die eine Seite der Geschichte. Auf der anderen Seite bieten wir etwas an. Durch einen leichten Fehler nach einem Einwurf, plus nochmalig dann, als wir den Ball schon wieder zurückerobert haben. Tolles Tor, das ist die zweite Sache, die momentan so auf uns kommen, dass die Gegner dann auch mit einem ersten, zweiten Torschuss dann auch ein tolles Tor schießen und in Führung gehen. Und dann wird es hier noch schwieriger. Davor hatten wir die Mannschaft gewarnt. Dann ist der Spielverlauf in der Kabine von WN Wiesbaden, die generell über die sehr gute Organisation kommen. Und deswegen war es mir klar, dass es in der zweiten Halbzeit, je länger das Spiel geht, noch komplizierter werden wird. Trotz alledem haben wir es immer wieder versucht, haben immer wieder angeschoben, ohne die aller zwingendsten Torchancen aus meiner Sicht so zu bekommen, dass ich jetzt das Gefühl hatte, es liegt jetzt dann in der Luft. Und deswegen müssen wir daran arbeiten, müssen es akzeptieren, wir müssen zulegen. Das im letzten Drittel, das haben wir vor ein paar Tagen schon erfahren in Saarbrücken, wobei diese beiden Spiele 0,0 miteinander zu tun haben. Die Mannschaft war heute da, sie war geistig und körperlich frisch. Und deswegen wird das ein paar Tage wehtun. Und dann werden wir nächstes Wochenende wiederkommen. Kautsche, euch alles Gute für den weiteren Verlauf. Wenn ihr so super verteidigt wie die letzten oder die ersten drei Spiele, dann hast du, glaube ich, viel, viel mehr Erfahrung, wozu das dann am Ende reichen wird. Dankeschön. Vielen Dank. Markus, deine Einschätzung bitte. Ja, vielen Dank, Christian. Verteidigen wird am Ende nicht reichen. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel gesehen, KSC am Anfang stark mit ein, zwei Möglichkeiten. Dann haben wir aber auch immer gute Ballbesitzphasen gehabt, wo wir auch dann ein bisschen Ruhe hatten, ein bisschen Kontrolle hatten, daraus auch immer wieder gefährliche Momente hatten. Auch dann mit Lee natürlich mit dem schönsten Moment, dann mit einem starken Abschluss in Führung gegangen. Da war es weitestgehend, fand ich, ausgeglichen. Und in der zweiten Halbzeit war dann eine Phase Dauerdruck. Da hatte ich schon das Gefühl, da liegt was in der Luft. Da waren schon Momente dabei, wo wir einfach die Bälle zu schnell verloren haben, wo wir im Ballbesitz nicht gut genug waren, auch mal zu verschnaufen, mal durchatmen zu können. Da müssten wir viel verteidigen. Das hat die Mannschaft dann überragend getan. Dieser Wille zu verteidigen, zu laufen, diese Bereitschaft, dann über diesen Punkt zu gehen, diese Bereitschaft für den anderen da zu sein. Situation auch noch von der Linie nochmal, wo jeder drin bleibt bis zum Schluss. Das ist gerade das, was uns auszeichnet. Aber natürlich müssen wir auch lernen, noch besser mit Ball zu werden und auch gerade dann in den Offensivaktionen auch am Ende nochmal gefährlicher zu werden. Wir haben Umschaltmöglichkeiten gehabt, verlieren die Bälle, haben Möglichkeiten gehabt, von Robin Heuser am Ende vielleicht doch nochmal einen Tick eher auch den Deckel drauf zu machen. Das haben wir nicht geschafft. Und so musst du dann zittern bis zum Schluss. Zum zweiten Mal, glaube ich, jetzt 7 Minuten Nachspielzeit. Und so haben wir heute gegen sehr starken Gegner, da schließe ich mich an, Christian, deine Mannschaft hat ein starkes Spiel gemacht, haben wir dieses eine Tor mehr gemacht und dieses eine Tor weniger verteidigt. Das war unsere Stärke heute. Davor ziehe ich den Hut. Aber wir sind auf dem Weg. Wir müssen, glaube ich, noch viel lernen. Dazu sind wir bereit. Das ist für mich positiv, dass die Mannschaft unheimlich viel Energie hat und bereit ist, diese Dinge anzunehmen. Auch diese Intensität müssen wir auch erst noch lernen, komplett durchzuziehen. Aber die Bereitschaft ist da. Wir sind auf dem Weg und haben natürlich starke 7 Punkte. Herr lieber Christian, euch alles Gute. Starke Mannschaft, einfach weitermachen. Ich drücke euch natürlich alles Gute. Danke. Ich drücke euch alles Gute, genau. Vielen Dank, Markus. Gibt es Fragen an die Trainer? Dann bitte ich um kurzes Handzeichen und sind wir schnell mit dem Mikro bei Ihnen. Gehen wir in die zweite Reihe zu Manfred Schäfer von der Bild-Zeitung. Markus, du hast praktisch gegen deine Heimatstadt gespielt. Was war das? War das ein besonderes Gefühl oder wie war das heute?
Nicht wirklich, weil du bist im Tunnel, du bist dann in den Momenten, du bist im Spiel, musst gucken, was musst du verändern, hast den Fokus nur drauf. Es ist immer schön einzulaufen, zu sehen, dass es voll ist. Das freut mich hier in Wiesbaden, das waren 10.000 Zuschauer. Natürlich hat der KSC auch seinen Teil dazu beigetragen mit vielen Zuschauern, aber bei uns wird es auch mehr, die Bereitschaft zu kommen, die Anfeuerung ist natürlich überragend. Ich bin in solchen Momenten und alles andere spielt da im Moment keine Rolle. Der Familienfrieden ist auch nicht gestört irgendwie. Nein, überhaupt nicht. Sie alle wären Wiesbaden-Fans. Die nächste Frage kommt von Timo Müller vom Kicker. Ich hätte eine Frage an Christian Eichner. Christian, welche Rolle hat denn heute das bisschen veränderte System gespielt und welche Rolle für diese Veränderung hat der Ausfall von Jerome Gondorf gespielt? Ja, so zweierlei. Zunächst mal, dass wir letzte Woche in Saarbrücken schon ein bisschen eine Herausforderung hatten mit der Raute, den Gegner dann auch gegen den Ball gut anzulaufen. Die Jungs hatten kein so ein gutes Gefühl im Anschluss an die Saarbrücken-Partie und ich glaube, ich habe schon genug Erfahrung in der Kabine, um da dann auch immer wieder so diese Signale dann aufzunehmen, ohne dass die Mannschaft dann irgendwie den Wunsch geäußert hat, ganz im Gegenteil, um auf 4-4-2 flach umzustellen. Ich glaube, der entscheidendere Grund war tatsächlich auch der Ausfall von Jerome Gondorf plus auch Philipp Heise heute, dass wir eine gute Mischung auf dem Feld haben wollten, eine Doppelsechs vor der Kette, wollte Leon Jensen da nicht alleine nach einer langen Verletzungspause da auch reinjagen. Und trotzdem versucht die Jungs so gut wie es geht auf eine optimale Position zu bringen. Und das hatte dann in weiterer Konsequenz natürlich dann auch die Tatsache, dass Lars ganz vorne heute gelandet ist. Aber nochmal, die Jungs können beides. Ich war heute sehr zufrieden. Ich glaube, die Jungs hätten aber auch in der Raute ein gutes Spiel gemacht, sodass sie beides drauf haben. Trotzdem bleibt uns am Ende die Tatsache, dass der 16er nicht der unsrige war heute. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, der Kollege in der dritten Reihe, bitte. Nils Bohle, dpa. Markus, warst du vorbereitet auf dieses 4-4-2 flach oder also hattest du so Informationen oder Ahnung, dass das so kommen wird? Oder, Keine Informationen, aber ich habe es schon geahnt, als Christian in der PK schon gesagt hat, ja, die Raute hat ihre Abläufe. Sowas sagst du immer nur, wenn du dann was anders spielen willst. Und dann die Aufstellung dann gesehen mit Daniel Brusinski und Herold, da war mir klar, dass das darauf hinauslaufen wird und wir haben schon vorher besprochen, dass wir möglicherweise unser Anlaufen verändern, erst mit einem Zehner zwei Spitzen, dann sind wir zu dritt angelaufen, einfach um diese flache Vier besser aufzunehmen, ähnlich wie wir es in Berlin getan haben, das haben wir uns dann schon gedacht. Wenn ich noch darf, will ich noch eine nachschieben? Gerne. Du bist, wie ich weiß, auch immer ein Freund von einem guten Glas Rotwein nach guten Spielen. Ist es heute so ein Spiel, wo man ein gutes Glas Rotwein trinkt oder ist es eher ein kaltes Bier? Jedes Spiel ist ein Spiel für ein Glas Rotwein. Gut, ich schaue noch einmal in die Runde. Wenn es dann keine weitere Meldungen gibt, dann vielen Dank an beide Trainer. Unseren Gästen wünschen wir eine gute und sichere Heimreise und Ihnen ein schönes Wochenende. Danke.